Wir montieren hier im Gattikertunnel ein Strahlkabel, eine längs ausdehnende Antenne, die die Kommunikation sicherstellt. Drahtlos Kommunikation für Telefonie, für Zugfunk, für Signal. Das Trasse ist in 5 Meter Höhe. Es ist ein Hybrid eigentlich aus Fahrleitungsbau und klassischem Kabelbau. Das BIM-Modell ist ein digitaler Baustellenzwilling. Das Tunnel hat eine relativ komplexe Geometrie, wenige Referenzpunkte und darum ist die Orientierung recht schwierig. Und in der digitalen Welt könnte das eine Maschine dann sehr präzise und sehr eindeutig machen und würde uns dazu natürlich dann viel Arbeit abnehmen, weil wir uns immer relativ kompliziert orientieren müssen. Im April werden wir ein Pilotprojekt machen, wo wir so ein Tunnel nachmodellieren und dann einen Bohrroboter ins Tunnel schicken, um die Löcher automatisiert zu bohren mit den Daten aus dem BIM-Modell.